Ist dieses Bild nicht wunderschön? Es steht einfach nur Battlefield 5 da. Battlefield 5! Battlefield 5. Und wisst ihr, was das Schönste an Battlefield 5 ist? Dass es verdammt nochmal nicht weitergemacht wird. Danke. Danke, DICE. Danke, EA. Jetzt, wo Battlefield 5 wirklich Spaß macht, ja? Jetzt, wo das Spiel wirklich, wirklich mal wieder Bock macht. Es gibt viele Maps, es gibt viele Waffen, man hat unglaublich viel Content, es gibt sogar einen fucking Battle Royale Modus, den eigentlich fast keiner spielt, auch wenn der nicht wirklich schlecht war, aber der hatte so ein, zwei Schwächen, wo ich dann, ja, hat dann nicht mehr so viel Bock gemacht, aber er war gut, er war trotzdem gut, ja, er war nicht so, dass man sagen könnte, boah, schlechtes Battle Royale Spiel. Es hatte so viel. So viel. Gut, bis auf die ganzen Modi, die irgendwie fast nicht mehr benutzt werden. Aber ist ja auch egal. Der Hauptkern ist Team Deathmatch, Eroberung, vielleicht auch noch Rush. Keine Ahnung, ob das, ne? Kein Plan, ob das Leute spielen. Ich hoffe mal, weil Rush ist cool. Aber das sind so die Hauptmodi. Ah, guck mal, die habe ich sogar aktiviert. Selbst Vorherrschaft finde ich noch ganz nice. Durchbruch war auch geil. Aber das wird halt, wird Durchbruch noch gespielt? Ja, okay, Durchbruch wird noch gespielt. Aber es sind halt so wenige Server da. Und ich habe 8 Maps extra aufgemacht. Das sind zwar nur die ganzen neuen Maps, aber ist egal. Ja. Ich find's gut, dass das Spiel wieder Leben hat, dass das Spiel wieder viele Leute spielen oder dass es allgemein viele Leute spielen. Hier, Eroberung, Marita, let's go. Habe ich Bock drauf, will ich hin. Ich weiß, ich wollte eigentlich eine neue Map anspielen, aber ich muss mal jetzt über ein paar Sachen reden. Und eigentlich wollte ich auch hier einen Cut setzen, um über die ganzen Sachen zu reden. Aber Fakt ist, ganz ehrlich, ich werde die Ladezeit dafür auch nutzen, weil aufs Gameplay möchte ich mich ja dann auch schon konzentrieren und ich schlage die ganze Zeit meinen Controller, weil ich es nicht glauben kann. Battlefield 5 ist 2 Jahre alt, glaube ich, 2018 ist rausgekommen und 2021 soll ja Battlefield 6 kommen oder Battlefield whatever es auch genannt wird. Ich hoffe, es wird ein moderner Shooter. Bitte nichts mehr in Vergangenheit und nichts mehr in Zukunft. Bitte was Modernes à la Battlefield 4. Ein würdiger Nachfolger von Battlefield 4, das wär's doch. Aber bevor ich darauf zu sprechen komme, ich finde es schade, dass der Support eingestellt wird, denn jetzt haben sie eigentlich mit dem letzten Update wirklich viel richtig gemacht. Und, oh ja, stimmt, ich habe die neue M3, die ich unbedingt spielen wollte, die ich auch aus, WW2 kenne von Call of Duty, da hat sie auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe diese Map hier. Noch nie auf Eroberung, glaube ich, gespielt. Die ist ja mal größer als gedacht. Und solche Maps hier, das ist einfach Gold. Das ist eine Gold-Map. Die Map ist geil. Die ganzen neuen Maps sind irgendwie geil. Ja, besser als noch bei, oh, warte mal, wie geht denn das? Achso, einfach so. Stimmt. Ja, ich habe ein bisschen Battlefield 1 gespielt, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Das Spiel ist wirklich gut. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und warum wird der Support eingestellt? Wahrscheinlich, weil es einfach nicht so den Sachen gerecht wird, die EA wollte. Kennt man ja nicht anders, ne? Aber ich kenne einen YouTuber, der ist wirklich, wirklich korrekt. Den habe ich seit Battlefield 5, seit dem Release habe ich ihn abonniert, weil ich ihn da jetzt auch entdeckt habe. Der ist wirklich, wirklich cool. Der heißt Eddie Reimers und der hat das auch schon gesagt. Dass er es auch super schade findet und EA einfach auch sowas wie Live-Service nicht kann. Ich habe unter seinem Video dann auch geschrieben, sowas wie, dass ich es halt erstens schade finde und dass man es auch schon bei Anthem gesehen hat. Anthem ist auch so ein Goldbeispiel einfach. Es hat so viel Potenzial gehabt, so viel Gutes konnte das Spiel eigentlich. Man hätte daraus so viel machen können, so viel Loot à la Borderlands, sage ich jetzt einfach mal, ne? Das hat es echt gebraucht. Aber dann sowas abzuziehen, dass man keinerlei Loot hatte gefühlt. Wo sind denn überhaupt die Gegner? Da ist einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Dass man keinerlei Loot hatte, dass man keinerlei Motivation hatte, weiterzuspielen, weil es einfach nach dem 30. Level nichts gab. Man konnte legendäre Aufträge machen. Einmal am Tag. Und da musste man sich zu viert, oder bis zu wie viel ging das? Zu viert, ne? Da musste man sich mit 4 Leuten absprechen, ey, mach mal deine Daily noch nicht, die machen wir zusammen. Und dann können wir 4-mal eine Daily quasi machen, die man sonst normalerweise als Einzelspiel nur einmal machen kann. Das war einfach... Das System dahinter war einfach so tot. Das war so lieblos, keine Ahnung, dahingeklatscht. Die Welt war an sich cool, aber die hätte vielschichtiger sein können. Man merkt, dass das Spiel einfach nicht richtig gepolished wurde. Ich sag's jetzt mal traurigerweise so, wie ich es denke. Wo sind denn die Gegner, lol? Da sein.
Moin. wenn das Spiel bei Activision gepublished wäre, dann wären zwar, dann wäre der Shop teurer gewesen, auch wenn er so schon teuer war, aber dann wäre er teurer gewesen. Dann wäre es auch wahrscheinlich so gewesen, dass keiner eine Möglichkeit gäbe, die Ingame-Sachen oder die Shop-Sachen auch so zu kaufen. Ich fand die Shop-Sachen sowieso absolut wack. Darum, davon mal ganz abgesehen. Aber ganz ehrlich, dann wäre das Spiel wahrscheinlicherweise mehr mit Content gefüllt worden als bei EA. Würde ich jetzt mal sagen. Auch wenn es vielleicht nicht stimmt, aber ich schätze es einfach mal so. Und Battlefield 6 wird genau diese Sache wieder wahrscheinlich falsch machen. Dass es einfach gehetzt wird. Ist da nicht einer oder bin ich blind? Du sollst ihn da geben. Du sollst. Achso, der ist selber einer, okay. Dass es gehetzt wird, weil neue Konsole kommt ja raus und oh, wir machen es 2021. Vielleicht sagen sie sich aber auch, okay, wir wollen dasselbe wie bei Battlefield 5 nicht normal machen. Das wäre schön, dass die dann mal, ganz ehrlich, Battlefield kann es sich erlauben, 9 Maps zu haben, statt 12 oder 13 Stück, wie bei Battlefield 4 glaube ich, der Fall war. So, der wird gerade abgestochen. Komm, zeig dich. Ja, zeigt sich nicht. Battlefield braucht nicht viele Maps am Anfang. 8 Maps, 7 Maps reichen sogar. Weil die Größen allein dreifach so viel sind wie eine COD-Map. 7 Battlefield-Maps sind wie... Was ist denn los? Oh Gott, das war ja schlecht Game von mir. Sind wie, keine Ahnung, gefühlt 21 bis 28 Maps von Call of Duty. Und das ist einfach Fakt, ja. Und, Content ist da nicht so wichtig, am Anfang jedenfalls. Aber dieses, immer wieder dieses ganze, ja, wir machen jetzt Maps kostenlos, es wird ein Game-as-a-Service-Ding und wir werden das so weit bringen, keine Ahnung, dass dann am Ende das eines der besten Battlefields wird. Battlefield 5 ist vom Gameplay eines der besten Battlefields, das ist auf jeden Fall so. Battlefield 5 ist wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich habe doch gerade die Gegner gehört, oder? Bin ich blöd? Oh Gott. Rein hier, rein hier. Ehe wird erobert, das ich jetzt erst. Aber vom Polishing her ist es halt echt mies, sag ich jetzt einfach mal. Also jetzt gerade nicht mehr, aber es war mies. Es hatte auch eine scheiß Vermarktung und so, das wissen wir ja alles. Oh Gott, wie schlecht habe ich da gerade bitte geschossen. Das war ja absolut, absolut wack. Ich hoffe, dass Battlefield 6 den Fehler nicht nochmal macht, dass DICE sich wirklich Zeit nimmt, dass EA sich auch mal denkt. Ich meine, man muss sagen, EA hat letztes Jahr viel mehr richtig gemacht als 2018 mit Releases. Abgesehen von Anthem. Okay, Anthem kam letztes Jahr raus, das habe ich tatsächlich schon wieder vergessen, fuck. Gut, vergesst, was ich gesagt habe. Aber zum Beispiel sowas wie Apex Legends. Das kam einfach aus dem Nichts. Einfach so. Und ist ein Welthit geworden. Kann man einfach anders nicht sagen. Es ist super, es macht Spaß, ich supporte das auch immer noch gerne, auch wenn da EA drin steht, das ist mir egal. Ich supporte Respawn, weil Respawn ist ein sehr gutes Studio. Holy cow, was? What? Okay, Deckelbruder heißt der. Moin, alles klar. Oh, das ist nett. Ja, Bro, helf mir doch! Paraboy, komm! Los! Ran hier! Ran an den Mann! Nee, ich bin eine Frau, ne? Ran an die Frau. Ich krepier hier noch. Komm. Eine bessere Gelegenheit für... Na gut, okay. Vergiss es. Dann hätte ich jetzt machen können. Was soll's. Spawn ich halt bei denen und hol mir einfach die. Ich versuche es irgendwie. Das Gameplay, ihr seht's ja, wie schön das Spiel aussieht. Wie viel Spaß es machen kann. Aber wenn man jetzt im Hintergedanken hat, das Spiel wird nicht mehr supported. Viele wollten Russland haben. Ich hätte noch so viel gerne mehr gesehen an Maps. Irgendwas in Deutschland mit, keine Ahnung, ne? Also, man hätte so viel Schauplätze machen können. Unglaublich viel rausholen können. Ich helfe dir. Keine Sorge. Na, dafür komme ich in den Himmel, wahrscheinlich. Die Frage ist jetzt, wo sind die? Hä, warum schießen die gegeneinander? Was ist mit denen los? Scheiße, ich wollte ihm gerade helfen. Also was ich mir für Battlefield 6 wünsche, und ich finde Battlefield ist auch immer noch einer der besten.
eine der besten Spielereien, die es gibt. Ihr könnt gerne versuchen, meine Meinung zu ändern, aber die wird sich nicht ändern. Okay, warte, was, mit dem Fernseher an? Ich hoffe mal nicht. Nee, gut. Für Battlefield 6 wünsche ich mir einfach, dass DICE Zeit hat. Und ich glaube, DICE kriegt die Zeit dieses Mal auch. Sonst waren es immer nur so zwei... Aua. Ich glaube, so 2 Jahre dazwischen. 2,5, glaube ich, für Battlefield 5 waren es. Weil nach Hardline... Nee, Quatsch, nach Battlefield 1 kam ja 5 und ich glaube, das hat immer noch ein bisschen gedauert. Irgendwie so. War es zwischen Battlefield Hardline oder Battlefield 4? Ein von diesen beiden Spielen hat auf jeden Fall... einer von diesen 4 Spielen in der Current Gen hatte mehr Zeit bekommen. Und diese Zeit wünsche ich mir für Battlefield 6. Das ist das erste Next-Gen, das ist der erste Next-Gen-Titel wird, der wirklich gut ist, mit viel Content am Anfang, also so wie bei Battlefield 5 eigentlich. Der Content hat ja gereicht, kann man, ne, kann man sagen, was man will. Aber dass es dann auch nicht so ist wie, ja, wir machen jetzt mal nach 6 Monaten eine Map, Panzersturm, oder nach 3 Monaten gefühlt. Oder wie viele Monate das auch immer noch waren, ich habe keine Ahnung. Und die war dann auch mega wack. Also Panzersturm ist wirklich die schlechteste Map in Battlefield 5. Change my mind, ja. Verdammt. Change my mind. Ich finde immer noch Panzersturm absolute Wack-Map. Die kann man machen, wenn man wirklich Bock auf Panzerschlachten hat. Aber dann kann man auch einfach Eroberungen auf allen anderen Maps spielen, außer jetzt hier Marita anscheinend. Das sind halt so Maps, die sind wie für mich gemacht. Schöne Infanteriekämpfe, richtig geil. Oh, da könnte ich jetzt richtig schön snipen, aber... Leute, ich habe einen Headshot gedrückt, alles klar. 32 Schaden nur, man kennt's. Also Battlefield 6 soll wirklich Zeit kriegen, soll wirklich gut werden. Und bitte in der Moderne spielen. Ich habe ja letztens einen Stream gemacht, wo ich Battlefield 4, also wo ich alle Battlefields mal gespielt habe. Scheiße, der war nicht tot. Der war nicht tot. Komm zurück, Soldat. Oh, der lebte. Oh mein Gott, was war denn da gerade los? Und ich finde, Battlefield 4 ist immer noch eines der besten Battlefields. Neben Battlefield 5. Also Battlefield 4 Platz 1. Danach kommt Battlefield 5. Leider Gottes. Auch wenn ich das gar nicht so sagen will, weil, wie gesagt, Battlefield 5 halt jetzt nicht mehr... Komm, 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 komm. Ach Mann, du bist doch... Ach Mann. Komm her. Ach Mist, da war noch einer. Oh, den habe ich nicht gesehen. Gut. Den habe ich nicht gesehen. Oh, könnte mich einer vielleicht wiederbeleben? Das wäre ziemlich sexuell. Ist aber absolut keiner in der Nähe, der... Nee. Gut. Bin nur der einzige Medic, der wirklich aktiv ist. Die Klassen, so wie sie jetzt auch sind, ne, mit Medic und so weiter, das... Ich habe irgendwie das böse Vermuten, dass Battlefield 6 eine ganz andere Richtung gehen will. Weil jetzt ja wieder Next Gen ist und so weiter. Vielleicht wollen die da was ändern. Ich nicht. Ich hoffe wirklich, dass dieses Spiel einfach so... Oh, einfach so ein Battlefield 4 wird. Boah, der Gegner jetzt. Aua. Meinetwegen viele Waffen. Meinetwegen viele Maps, muss aber nicht haben. Ja, erste Hilfe für dich. Aber bitte kein Game as a Service mehr. Einfach vielleicht. Weißt du, da wünsche ich mir dann doch lieber wieder die Dings, die Premium-Passe zurück. Da hat man wenigstens 4 Maps alle 2 bis 3 Monate bekommen. Oder drei, ich glaube 3 Monate waren das. 4 Maps, 4 gute Maps. Guckt euch das Premium-Paket von Battlefield 4 bitte an. Was es da für geile Maps gab. Es gab ein komplettes, Remastered DLC, Second Assault. Ist nicht jedermanns Sache, glaube ich, weil Remastered Maps und so, das ist ja immer so ein bisschen kritisch, aber ich finde, weil es halt nur 4 Stück sind, ist das auf jeden Fall ziemlich geil. Vor allem halt, ne, Metro, man kennt es. Ich glaube, ich bin der einzige Medic, der. Ich bin für dich da. Komm jetzt mit. Komm. Gehen jetzt hier runter. Oh mein Gott. Oh, der fährt ja noch. Kann ich nicht. Helft mir. Ja, es bringt nichts, wahr?
Der fährt einfach hier dran vorbei. Ich weiß nicht, was seine Mission ist, aber ich will's wissen. Der will sich A holen, kann das sein? Der will unsere. Ja, der will sie A holen. Schon sagen, ey. So, holen wir uns mal A zurück hier. Oder besser gesagt, machen wir es mal wieder. Boah, das ist Kostas Hof, ey. Kann ja nicht wahr sein. Ich habe so viel Spaß mit Battlefield, ne? Ich hoffe einfach, dass das nächste große Update, es gibt ja noch ein großes Update, dass dieses Battlefield 5 um fehlende Maps vielleicht noch bereichern wird, ja. Also, ich finde es auch gut, dass die das gemacht haben, dass man kostenlos einen Server jetzt hat. Also, wo man seine Leute einladen kann. Finde ich auch alles geil, ja. Hätte viel früher sein sollen. Aber das alles mit besserer Politik in Battlefield 6 oder wie auch immer es halt heißen wird. Und es wäre eigentlich perfekt. Zum Glück hast du mich. Wieso hat das kein Rauch jetzt gemacht? Hä? Hä? Jetzt hat's funktioniert. Hier Heilung. Hier nochmal Heilung. Ich kann keine Ahnung mehr geben. Drei Headshots und tot ist er. Präzise wie ein Uhrwerk, hat er gerade gesagt. Okay, geiler Spruch. Nee, ich glaube, hier will ich nicht wiederbelebt werden. Das ist auch vollkommener Schwachsinn. Ihr merkt, ich habe wirklich Spaß gerade. Aber mich regt es auch gleichzeitig auf. Mich regt es einfach auf. Ich hoffe wirklich, dass... Also dieses Jahr hat EA noch nichts Schlimmes gemacht. Die haben auch noch kein Spiel, glaube ich, dieses Jahr released. Also so viel Schlimmes können die auch noch gar nicht machen. Epics läuft auch stabil. Da haben sie auch nichts irgendwie kaputt gemacht, sage ich jetzt mal. Ich wollte gerade doppelsprinten. Ey, oh Mann. Ja, ich komme wenigstens noch einholen. Die Waffe schießt irgendwie sehr langsam, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht ist das auch nur mein Empfinden. Oh ja, helf mir bitte, bitte, bitte. Ehrenfrau. Die Sau. Schade, ich hätte gerne noch drei gekillt. Die zwei, die ich angeschossen hatte. Naja. Aber gut, genug schlechte Vibes, ja. Wir wissen ja, wie es um Battlefield 5 steht. Wir wissen leider nicht, wie es um Battlefield 6 geht. Aber was ich auch noch vergessen habe zu erwähnen, Battlefront 2, das Star Wars Spiel halt, ne? Was am Anfang so unglaublich schlecht war, was sie ja Gott sei Dank gefixt haben, was aber auch nicht meinen Kauf dazu bewegt, weil ich das trotzdem nicht supporte. Doch. Ist da noch einer? Ich sehe da gar keinen mehr. Auf jeden Fall wird der Support ja auch eingestellt. Warum? Klar, vielleicht wollen die auch die Ressourcen für die Next-Gen-Titel haben. Und ich sag's jetzt auch mal so, Battlefront 2 finde ich auch nicht so... Oh, what the fuck? Was war das denn für eine geile Animation? Finde ich auch nicht so schade wie um ein Battlefield. Weil Battlefield einfach ein größeres Gewicht hat. Aber trotzdem, man merkt irgendwie, dass EA dieser Konsolengeneration absolut fast nur Müll gebaut hat. Ich meine, Battlefield 4 hat ja am Anfang auch schlecht gestartet. Aber hat sich dann gebessert. Und zwar deutlich gebessert, mit kostenlosen Maps und allem möglichen. Alter, was ist hier los? Ach Mist. Ach Mist, Mist, Mist.
Sektorenartillerie, alles klar. Ich versuche mal F zu holen. Soll ich mal versuchen, F zu holen? Ich meine, da durchzukommen wird wahrscheinlich schwierig. Ich meine, guckt euch das mal an, dieses Feeling. Das hat nur Battlefield. Es gibt kein anderes Spiel mit solch einem Feeling wie Battlefield. So, komm, wir holen uns jetzt mal ganz sneaky, sneaky F. Auf ganz sneaky Basis hier. Das wird doch keiner mitkriegen, oder? Weg des Lichts. Ah ja. Ah, oh, endlich mal ein bisschen Ruhe hier. Ein bisschen entspannen. Die Seele baumeln lassen. Ach, ist das schön. Ach Mist, ey. Schade. Die haben gemerkt, oh was? Elf? Wie kommt denn da einer durch? Ich hab's versucht. War ganz cool eigentlich. War eigentlich ganz cool. Snipe hier, ne? Wir haben genug Sniper. Hier, für dich. Ist der andere? Ach, haben sie auch. Okay, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Wir gehen wieder auf D rauf. Die Map ist wirklich größer als gedacht. Also Marita ist echt eine Traummap, ey. Und da muss ich auch nochmal sagen, das kann einfach DICE richtig gut. Die können Maps bauen. Ich meine, guckt euch das diesjährige COD an. Das letztjährige COD, Modern Warfare. Das hat Remake-Maps als kostenlose Maps. Und ein paar Maps, die neu sind, die aber teilweise echt nicht gut sind. Obwohl die dazugekommen sind, die neuen Maps, die waren eigentlich gar nicht so schlecht wie die Release-Maps. Daran merkt man, dass das COD auch noch gute Maps haben kann, aber... Hä? What the fuck? Was passiert denn hier? Oh. Ach, da hinten schießt einer. Ah ja, moin. Ich sterbe. Ich brauche Hilfe. Ich will raus. Sektorenartillerie. Ne, hier will ich nicht wiederbelebt werden. Na, guck mal, wir haben ja gleich gewonnen. Das ist ja nice. Geben wir mal einen anderen hier den Einstiegspunkt. Der ist gerade im Kampf. Der auch. Bleib mal da, bitte. Danke. Ich habe eine Granate für Sie. Hä? Oh, da oben war einer drauf. Er macht dem Ding auch gar keinen Schaden, kann das sein? Ich will auch Battlefield 4 ehrlich gesagt gar nicht aufhören, aber ich glaube, Battlefield 5 meine ich. Oh Gott, hinter mir. Ah, ich brauche was Heilung hier, Krixe. Alter, dieses Feeling, ne? Es ist einfach unglaublich. Ich glaube, ich werde Battlefield 5 zwar noch weiter spielen, aber
Ich werde auch die anderen Battlefields mal wieder zeigen. Battlefield 4 zum Beispiel. Hardline kann ich nicht wirklich gut. Da finde ich das Schießen nicht so geil irgendwie. Ist halt nur meine Meinung. Und Battlefield 1, muss ich mal gucken. Aber vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Battlefield 4. Weil das kann ich noch. Da habe ich Spaß bei gehabt. Und vielleicht immer so im abwechselnden Takt. Auch mal in den Streams, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich streame jetzt auch auf Twitch. Was heißt auch, ich streame jetzt nur auf Twitch. Nur 18 Kills. Na, ist ein bisschen wenig. Aber egal. Das war es mit Battlefield 5. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich würde gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Viele Fans von Battlefield 5 sind natürlich extrem sauer. Es gibt natürlich auch welche, die sind frühzeitig ausgestiegen haben. Denn ist das egal. Mir ist das so lala egal. Ich habe mich zwar sehr viel aufgeregt, aber ich kann auch sagen, ich habe genug anderes zu zocken als Battlefield. Aber wenn ich mal wieder Bock hätte auf Battlefield 5 und ich dann merke, der Support ist eingestellt worden, allgemein diese Nachricht macht einen wieder so, das ist dieser typische EA-Beigeschmack. Das macht einen halt auch irgendwo sauer, weil man halt auch ganz genau weiß, wie es mit Anthem passiert. Jetzt halt das mit Battlefield. Irgendwann wird es bei Need for Speed auch noch so sein, aber Need for Speed haben sie ja schon lange gegen die Wand gefahren. Und damit, wir sehen uns im nächsten Video. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Haut rein. Tschüss.